Servus miteinander und herzlich willkommen bei 3 Bayern on Tour. Wir sind jetzt unterwegs von Schlattming am Dachstein ins Stubaital. Das ist unser nächstes Ziel. Da werden wir auch ein paar Tage bleiben und uns ein bisschen umschauen, ein bisschen wandern gehen. Und auf dem Weg dorthin legen wir zwei kurze Stopps ein. Eins ist ein kurzer Fotostopp beim Hochkönig, dass wir einfach mal auf dieses Massiv schauen können. Und der zweite ist eine Mittagspause am Hintersteiner See beim Wilden Kaiser. Das ist ein recht malerischer See, bei dem wir in Seestübern einkehren werden und einen kleinen Spaziergang am Seeufer machen werden. So, kurzer Stopp am Hochkönig. Ist ein gigantisches Massiv. Da war ganz schön hart drauf jetzt im Geh. Aber schaut super aus. Ja, der Hochkönig, das ist der größte Berg in die Berchtesgadener Alpen, liegt aber im Salzburger Land. Aber da geht leider kein Seilbahn und nichts auf und wandertechnisch muss man da schon ganz schön fit sein, dass man da aufkommt. Aber es ist schon wirklich ein gigantisches Massiv. Das ist der Hintersteinsee. Die Vorderreiter, ja, du fährst jetzt an so einem ganz schmalen Weg ewig weit hinter und dann plötzlich kommt der Parkplatz mit 1000 Leuten. Unglaublich. Jetzt schauen wir mal in den Seestübern. Jetzt sind wir da am Hintersteiner See, waren wir gerade schon im Seestüberl essen, haben uns leckere Germknödel und Marillenknödel reingezogen. Und jetzt gehen wir ein bisschen am See entlang, da seht ihr jetzt so einen wilden Kaiser hinter, der ist schon ganz schön idyllisch, wie der da liegt. Und ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Das ist schön da hinten. Das gefällt mir. Das ist die Schiffauer Halt. Ja, schön. Ein Dreier vor dem Hintersteiner See. No. Ja, heute ist ein reiner Fahrtag eigentlich. Ja. Jetzt sind wir jetzt am Hochkönig vorbei, dann zum Wilden Kaiser und jetzt geht es weiter ins Stubaital. Jetzt haben wir einen Stopp eingelegt. Jetzt haben wir einen Stopp eingelegt, genau. Steiner See. No. No. Schaut doch gut aus. No, schaut schön aus. Schöner Fotos. Ja, und ab beim Hintersteiner See ist wieder dann immer schlechter geworden. Ihr seht es da schon, die Wolken ziehen da jetzt so richtig schön rein. Und leider war es dann so, dass eigentlich die ganze Zeit im Stubaital so ausgeschaut hat. Also wir haben da richtig schöne oder nicht schöne Regenspiele gehabt. Aber wir haben trotzdem das Beste draus gemacht und ein bisschen was gesehen haben wir auch. Wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt da kurz vor Neustift im Stubaital. Da vor uns liegt der Elfer, ein ziemlich prominenter Berg im Stubaital, der auch nicht zu übersehen ist. Hinten am Talende liegt der Stubaier Gletscher. Den sieht man jetzt da leider nicht, weil die Wolken drin hängen. Aber zum Gletscher, da fahren wir natürlich auch noch hin und zwar dann am nächsten Tag, den seht ihr auf jeden Fall auch noch. Und jetzt sind wir schon gleich im Hotel, wir waren untergebracht im Hotel Alpeiner und da haben wir unsere 3 Tage im Stubaital verbracht und das zeige ich euch jetzt einmal. So, jetzt sind wir da im Hotel Alpeiner in Neustift im Stubaital. Schauen wir mal das Zimmer an. Da kann man herin Fußball spielen, das ist echt cool. Der Wahnsinn. Und der Ausblick vom Balkon, das ist auch klasse. Schaut mal, schickt man direkt auf den Ortskern. Da ist der Elfer. Und da hinten ums Eck rum ist dann der Stubai Gletscher, den sieht man von da nicht. Das ist echt ein schönes Tal. Fällt mir. Heute regnet es. Das ist alles wolkig. Kann man nichts machen. Haben wir wieder mal Wasserspiele. Ja, jetzt schauen wir mal. Das ist ja geil, da oben kann
jetzt erst einmal zum Billa. Ja. Guck mal da oben die Wohnungen. Ja. Sitzen jetzt hier. Da oben. Und dann schauen wir mal, ob wir mit der Alphabahn rauffahren. Der Wasserkasse, das ist der Durst. Der war jetzt ich gut. Bin heiß. Ich bin heiß und weiß. Also sei jetzt. So, jetzt geht's auf den Elfer. Melanie. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob wir was sehen da oben. Wahrscheinlich nicht. Über Wolken heute. Über Wolken, ja. So, aber steht jetzt Wolken. Noch? Oder? Stimmt. Ja. Ja, und wie süß. Lange schon nicht mehr Gondel gefahren. Heilige. Habt ihr schon so gesehen? Noch. Entscheidungen. Hat viel Luft. Ja. Oder zu viel Mief, je nachdem. Schauen wir mal. Jetzt geht's auf hier auf den Elfer. Ich will aber nicht auf den Elfer, weil am 12. Durst machst du. Ich will auf den 13. Ui. Ja, genau. Nein. Das ist unser Brüllen vor der Frau Fitzgerald. Stimmt. Gletscher da. Hey, schau mal, das machst du. Das ist ein bisschen. Also, irgendwie, das ist der Stubaital-Koller, Leute. Das ist, da, schau das Tal hoch. Ah. Das darfst du sehen. Das darfst du sehen, wenn du das sehen darfst. Ja. Da ist alles frei. Da, jetzt siehst du, dass er da liegt. Ja, es tut es ja mehr oder weniger. Es liegt ganz in Ordnung. Nur du merkst nichts davon. Rund um Wiesen, fast. Nur die eine Seite. Da schau her. So wie Sie sehen, sind wir jetzt oben am Elfer, 1790 Meter. Die Aussicht ist grandios. Wenn man da rundum schaut, schaut mal. Was man da alles sieht, das ist der Wahnsinn. Katzen streunen rum. Aber sonst ist da nichts. So. Das war eine ganz andere Sache. Ja, jetzt wollten wir eigentlich zur Elferhütten gehen, aber das glaube ich, können wir an Schinger. Jetzt haben wir beschlossen, dass wir zur Bühne gehen. Und da seht ihr überall Aussichtsbanker, aber die haben halt nicht gehabt. Und da ist die Sonnenuhr da oben. Die schlägt halt keine Stunde. Nein. Die Sonnenuhr. Aber ohne Sonne ist ja sowieso eine Sonnenuhr auch sinnlos, gell? Ja, wie ihr jetzt gehört habt, sind wir dann auf den Alpha raufgefahren, also die Seilbahn gleich neben dem Hotel. Haben wir uns gedacht, da ist nicht so viel verkehrt, weil wenn man da im Stubaital übernachtet, ist die Seilbahnfahrt frei. Das heißt, auch wenn man oben überhaupt nichts sieht, ist nicht so viel verloren. Da wollte man dann eigentlich zum Alpha-Haus gehen, aber das haben wir uns dann gedacht, ist bei dem Wetter doch nicht so geil. Und dann hat die Katze irgendwas von Penisalm gelesen und da haben wir uns gedacht, naja, das könnte vielleicht was sein. Also sind wir losgegangen. Wir haben aber allerdings nicht gewusst, auf was wir uns da konkret einlassen, weil das war gar nicht so ohne die Tour. Erst sind wir schön auf einem breiten Weg entlang der Bergflanken gegangen, da haben wir uns noch nichts gedacht und dann plötzlich ist der Weg in einen ziemlich schmalen Steig übergegangen, der bei dem Wetter auch gar nicht so ohne war und es ist immer weiter bergab gegangen und ich habe dann da unten in der Tiefe, kann man sagen, ein Tal gesehen und irgendwann mal denkt, das wird doch nicht da unten sein, diese Alm, aber genau so war es. Wir sind dann quasi bis runter ins Pinistal abgestiegen, zur Pinisalm eben. Und dann haben wir da festgestellt, dass von der Zeit her wahrscheinlich nicht mehr reicher wäre, dass wir den ganzen Weg wieder zurück aufgehen, weil die letzte Seilbahn irgendwie schon 4:30 wieder runtergefahren ist. Also ist uns nichts anderes übrig geblieben, als den gesamten Weg durchs Pinistal zu nehmen bis zurück nach Neustift. Was dann insgesamt ungefähr 900 Höhenmeter Abstieg waren und irgendwie 14 Kilometer Wanderweg. Es war richtig heftig, aber es war auch total schön, muss man sagen. Und schön war vor allen Dingen auch, dass dann beim Rückweg durchs Pinistal auch die Sonne wieder rausgekommen ist und wir noch wirklich schöne Aussichten gehabt haben. Ja, und bevor es jetzt weitergeht mit unserem Abstieg ins Pinistal, zeige ich einmal auf der Karte, wo wir da unterwegs sind. Irre. Na, da seht ihr jetzt erst einmal Übersicht über das Stubaital, dominiert vom Stubaier Gletscher und vom Habicht, das ist das große Massiv da. Und da die blaue Linie wieder ist unser heiliger Wanderweg durchs Pinistal.
Ja, und jetzt zoomen wir mal eine direkt zur Talstation von der Elferbahn. Die ist direkt neben unserem Hotel. Und von da geht es dann auf wie zur Bergstation. Sieht man jetzt da ganz schön. Und von der Bergstation aus führt dann der Weg erst an der Bergflanken entlang und dann immer weiter oben bis ganz hintere zur Pinisalm im Pinistal. Und von dem Steig, der da runter führt, hat man einfach einen tollen Blick ob ins Tal und bis hier zum Habicht hinter, weil das Pinistal, das geht ja direkt zum Habicht hier. Ist echt wunderschön. Und dann geht's runter bis zur Pinisalm. Ja, und dann geht's das Pinistal wieder ganz aussehen, um den Elfer und wieder zurück über Nieder nach Neustift. Insgesamt ist die Strecke ca. 14 Kilometer lang und man geht gut über 900 Höhenmeter runter. Der Steig von der Elfer Bergstation runter ins Pinistal, der ist super schön, selbst bei dem Sauwetter war er echt super. Er braucht ein bisschen Trittsicherheit, aber er ist echt toll, man hat immer wieder so schöne Blicke zum Habicht hinter, also ist wirklich empfehlenswert. Unten kann man dann in der Pinisalm einkehren, gibt es super schönes Essen, der Wirt ist super freundlich, also auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann geht es wieder zurück durchs landschaftlich sehr reizvolle Pinistal. Also uns wird sicher nicht langweilig bei der Tour. Es ist sehr abwechslungsreich. Man braucht ein bisschen Kondition, aber auf jeden Fall sollte man sich das nicht entgehen lassen. Mehr. Wunderschön. Schaut mal das so, das ist total geil. Ich bin noch sprachlos, ehrlich gesagt. Es hat wirklich aufgezogen, dass man den Berg total sieht. Das ist der volle Steig, wo wir gehen. Also mehrere, dass das auch bei Sonne nicht sehen, weil es ist eigentlich nein, hat jetzt gut sehen. Aufgezogen. Und da unten der Fluss, schaut, das ist so das voll die da Idylle. Ja, tatsächlich. Stimmt. Die Spitze, kriegst du das oder ja, nein, rein? Das sehe ich, das ist super. Voll gigantisch. Wunderbar. Geflasht. Voll der schöne Weg. Ja. Steig, steig. Das ist mega steig, oder? Voll cool. Servus. So Leute, jetzt sind wir bei der Pinisalm angekommen. Das war jetzt echt ein toller Steig darunter, aber wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass da so weit oben geht. Und jetzt halt müssen wir da wieder aufhören, aber das schafft man nicht mehr wegen der Seilbahn, mit dem habe ich 5 bis 6 Mal Fahrt. Und jetzt hat uns der Wirt gesagt schon, dass wir den Pinisbach entlang noch niedergehen und das werden wir jetzt auch machen. Aber dann sind wir auch 900 Höhenmeter oben da und insgesamt über 12 Kilometer wow, gleich. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das stimmt. Für das, dass wir eigentlich am Ringtag fast nichts geplant haben. Wir wollten halt eigentlich schlecht chillen und nicht so. Da schau ich.
Na, jetzt gibt's so einen hellen. Meinst du, ist Skilern? Meinst du, ist echt Skilern? Jetzt war der Steigbock zu mir. Wahnsinn. Vielleicht ist das ganz schief verbunden. Ja, ich denke, das passt schon. Dann bin ich zu Ski wieder, ist ja. Aber mal am Glitschung. Aha, aber hallo. Und jetzt machen wir gleich Pause und dann ist er. So, Leute. Von heute. Jetzt machen wir bei der Plinis ein. Na, Plinis. Ich sag Plinis. Immer Plinis. Warum sag ich Plinis? Ich weiß nicht, was der noch Platz hat, da ist das. Das ist voll schön da. Das Pinnistal da übrigens. Ja. Der Wirt war voll nett da. Und das ist so schön malerisch da. Gute Jausen, gute Speckknochen. Ja. Total schön war das. Und jetzt latschen wir mal gemütlich Richtung Nieder. Schauen wir mal, wenn wir unten hochkommen. Das sind jetzt nur so gut 600 Höhenmeter. Schau doch mal da die Berge. Da, wunderschön, gell? Ja. Da hinten war jetzt noch so ein schöner Wasserfall, aber das ist Zeit. Schau mal, da die Hütten. Das Pinnistal, das war früher geologisch sehr aktiv und es hat viele Gesteinsbewegungen gegeben und auch Bergbrüche und so weiter. Und da seht ihr den gespaltenen Stein, das ist natürlichen Ursprungs und der besteht aus Dolomit. Der ist wahrscheinlich vom Elfer aus einer Abbruchkante abgestürzt und dann beim Aufprall so zersprungen. Und ist halt da so die Sehenswürdigkeit im Pinnistal. Und da unten seht ihr die sogenannten Steinriesen, die haben halt da mit obracht worden, einfach so als Eyecatcher nur, aber es ist wirklich interessant. So schlimm, hä? Ja, leck dich nicht, aber was hast du da? Na, jetzt aber. Ha, bist du jetzt fertig? So, Leute. Jetzt sind wir nieder unten. Jetzt haben wir die, weiß ich nicht, 900 Höhenmeter runtergestolpert. Und jetzt müssen wir noch nach Neustift Hatsch. Schau mal, wo es da hingeht. Reutz. Da zur Talstation.
20 Minuten. 20 Minuten. So, jetzt haben wir es geschafft. Bumm. 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 Da hinten ist unser Hotel jetzt. Bumm. Bumm. Jetzt haben wir 15 Kilometer. 15 Kilometer gelatscht. Also, und nein. 900 Meter oben. Ja, ja. Und steig. Ja, das war halt schon aber toll. Heftig, aber super schön. Landschaft. Und das Wetter hat noch so schön mitgemacht. Erst haben wir gemeint, das wäre überhaupt nichts. Bei Regen begonnen. Ja. Und jetzt bei Sonne ein Traum. Beendet. Wahnsinn, gell? Ja. Ja. Zum Schluss haben wir noch geschwitzt. Ja, ja, stimmt. Zuerst waren wir nass vom Regen. Und dann waren wir nass vom Schwitzen. So, und jetzt geht's in die Dusche und dann gibt's Abendessen. Also, servus. Also, bis dann. Servus. Ja, das war halt wirklich eine wunderschöne Tour. Vor allen Dingen landschaftlich ein absoluter Traum. Beim nächsten Mal nehmen wir euch dann wieder auf den Stubaier Gletscher. Da haben wir wieder extrem schlechtes Wetter gehabt, aber trotzdem war es ein Abenteuer, besonders die Möglichkeit, dass wir da wirklich in den Gletscher reingehen können. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eure drei Bayern. Wie man sieht, sieht man viel. Genau, es ist so schön. Es ist also alles in Nebel und Wolken. Wahnsinn. Aber wir sind da unten gewesen, ja, oder? Es fängt richtig gut zu schneien an. Mir gefällt's. Ja, das macht's gut. Schon schaut. Ja, auch ist gut. Schaut, dass man nicht zückt, weil da muss der Mats Astri kommt bis ins Druck. Ja, ja. Weil es hilft jetzt nicht. Aber vom Gletscher-Feeling her ist das schon wirklich toll. Ja, das muss man sagen. Richtig klasse. Und jetzt fahren wir wieder runter zur zweiten Station und gehen wir mal in die Eisgrotte und schauen wir mal da weiter. Also, bis später. Sass.